Herr Berlacher, wie sind Sie auf die Idee gekommen von dem Eistee? Die Geschichte vom Eistee ist schon, wie gesagt, schon weit über 30 Jahre her. Damals habe ich ganz frisch angefangen. Da ist unser damaliger Entwicklungsleiter von USA Retro und gesagt, da hinten gibt es einen Eistee, wir müssen das auch probieren. Natürlich haben wir nicht gewusst, wie wir das herstellen. Dann haben wir mal angefangen, wie wir es zuhause auch machen, mit einer Tasse. Unsere Tasse war dann einfach ein bisschen grösser gewesen. Und haben dann dort eigentlich auch mit Beutel angefangen, das herzustellen, auszuprobieren, wie viel lang muss man es denn drin lassen und so weiter. Und haben dann so die ersten paar tausend Liter Eis hergestellt und haben dann das auf den Markt gebracht. Und relativ rasch haben wir unsere Kapazitäten müssen erweitern, weil das aus den Händen gerissen worden ist. Und das sind dann die nächsten Entwicklungsschritte gewesen. Wie hat das Umfeld darauf reagiert? Ja, ist natürlich. Eistee war damals eben in der Schweiz unbekannt. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, man kann ja die Eier selber Eistee machen und den Kuh gestohlen, dann wird er auch mal kalt. Aber es ist natürlich von der Convenience-Seite her, für den Konsumenten natürlich einfacher, etwas zu posten, das man haltbar mitnehmen kann. Nicht muss in einer kurzer Zeit konsumieren und kann es dann brauchen, wenn es ihm passt. Und das ist eigentlich dann schon der Grund war, warum das Eistee Erfolg hat und eben dann nicht so homemade geblieben ist. In der Schweiz, wir in der Schweiz haben am meisten Eisteeverbrauch. Und wieso meinen Sie, dass die Schweizer so auf den Eistee abfahren? Das ist ein Thema, das hat auch mit der langen Tradition zu tun. Mittlerweile ist eine ganze Generation, schon bald anderthalb Generationen, aufgewachsen mit Eistee. Das, wenn man die Haie allfällig auf dem Mittagstisch hatte oder zum Nacht getrunken hat, hat man nachher mitgenommen in die Pause in die Schule oder benutzt es jetzt auch. Und so gibt man es dann seinen eigenen Kindern weiter. Und so hat sich das entwickelt, wo eine Schweizer Eigenheit, die halt wirklich einfach auf dem Produkt, das man hier klein angefangen hat, sich entwickelt hat. Und das ist einfach, weil es geschmeckt hat und relativ günstig war und immer noch sehr günstig ist, hat das eine breite Käuferschaft gefunden. Was haben Sie vor der ganzen Geschichte vom Eistee gemacht? Also ich bin komme aus der Getränkebranche. Ich habe hier in der Ostschweiz in der Mosterei eine Lehre gemacht und habe mich dann hier in der Bina mal beworben, vor über 38 Jahren. Und so bin ich in das Thema reingekommen. Von den neuen vier Eistees, was ist Ihr Liebling? Der Hanftee. Nein, das ist für mich hat eine gute Charakteristik. Die anderen sind auch sehr fein, aber ich finde, der jetzt noch hat den meisten Charakter vor allem. Wie reagieren die Leute darauf, wenn sie jetzt kommen, irgendwo in einen Raum und sie sagen, sie sind da der Mitgründer von dem Migros-Eistee? Das sind immer ganz, ganz interessante Reaktionen. Ich war letztes Jahr an einer Hochzeit und eingeladen gewesen, und dann plötzlich hat da irgendjemand gesagt und dann plötzlich haben etwa vier oder fünf Leute um mich herumgekommen, die mich haben ausfragen wollten. Gäste, die sich dann da interessiert haben dafür. Danke vielmals fürs Interview.